Booker, komm her. Was? Was ist? Hör zu. Mit dem Songbird kannst du das ganze Gebäude einreißen. Den Siphon zerstören. Und willst du das? Nur so finden wir die Wahrheit heraus. Über meinen Finger, Comstock, alles. Reiß alles ein. Reiß alles nieder. Alter. Die Flöte. Elisabeth! Der Vogel, Elisabeth! Ich kann ihn nicht halten! Er kommt! Nein, er kommt nicht. Wo ist er? Wo ist er? Elisabeth, es tut mir leid. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Es ist Rapture. Ihr wollt mich doch verarschen. Alter. Was ist das hier? Elisabeth? Ein Durchgang. Was? Einer von vielen. Was? Hier lang. Was meinst du damit, ein Durchgang? Wo willst du hin? Komm. Ja, hier lang. Was Comstock über deinen Finger sagte... Gibt es hier eine Antwort? Weißt hier du? Runter. Ihr müsstet mal gerade mein Gesicht sehen, wie ich gerade glotze. Alter, das ist ja... Damit hätte ich nicht gerechnet. Okay, so schön war Rapture noch nie mit der Engine, aber... Alter! Ja, leck mich doch am Arsch. Alter, das... Es ist Rapture! Krass, ey. Da... Beschissener Mindfuck. Hä? Wo ist sie? Wo ist sie hin? Sind wir richtig? So, was ist denn los, Elisabeth? Was meinst du damit, einen Durchgang? Ich muss es dir zeigen. Warte mal. Hier ist doch diese Tauchglocke, wo wir da. Wo du aus dem ersten Teil rauskommst. Das ist doch das Ding hier. Das ist genau der Platz. Dann gehst du da hoch und machst dein Tutorial. Also, wir sind. Wir sind genau da, wo der erste Teil angefangen hat. Hä? Was? Und der spielt übrigens ein bisschen später als der Infinite Teil, glaube ich. Viel später. Ich glaube 70 Jahre später. Bartsphäre aktivieren. Alter, ich... Das werde ich vermutlich bereuen. Ja, ich aber nicht. Na, jetzt bin ich mal gespannt, ey. Das ist, hätte denn damit eine gerechnet? Stadt auf dem Meeresgrund. Lächerlich. Er sagt ja, der auf der Himmelstadt war. Alter, wer hätte denn damit jetzt gerechnet? Ich glaube, er merkt mir an, dass ich total überrascht bin. Alter, ey. Und der Leuchtturm, ja, das ist der Leuchtturm. Sieh dir das an. Tausende Türen. Alle öffnen sich gleichzeitig. Mein Gott, wunderschön. Was, die Sterne? Was? Was? Komm. Komm, es ist hier lang. Komm. Ja, und hier genau 70 Jahre später kommt dann irgendwann mal das Flugzeug runtergeknallt, wo dann der erste Held von Bioshock dann sein Abenteuer beginnt in diesem Leuchtturm. Es geht nicht. Verdammt. Ich dachte, wenn wir erst hier sind, habe ich die volle Kontrolle. Ich dachte... Was ist das? Ein Schlüssel. Wo kommt er her? Er war schon immer da. Ich...
Ich konnte ihn nur nicht sehen. Alter. Ja, dann mal los, würde ich sagen. Hä? Was? Siehst du? Keine Sterne. Das sind Türen. Nach überall. Man braucht es sich nur aussuchen. Was? Was sind das alles für Leuchttürme? Wieso sind wir... Wer... Es gibt 1 Million Millionen Welten. Alle verschieden. Und alle ähnlich. Konstante und Variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich, mich, Columbia, Songbird. Aber manchmal ist etwas anders. Konstante und Variable. Ja. Das heißt, wir können uns jetzt aussuchen, wo wir hinwollen. Nee, können wir nicht. Da. Das sind wir. Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm. Kapiere ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Weil es so ist. Und immer war und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort, wo es anfing. Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Booker, das ist schon geschehen. Okay, das ist ein richtiger fetter Mindfuck, ey. Krass. Ich kann überall hingehen, wo ich möchte. Ich gehe jetzt dahin. Einfach so, weil ich Bock drauf habe. Irgendwo muss ja das Ende sein. Wir werden es schon finden. Irgendwo in diesen Tausenden von Abermillionen Leuchtturmen wird das Ende drin sein. Irgendwo sind die Credits versteckt. Ich weiß es. Und es ist bestimmt nicht diese, aber egal. Moment mal. Das kenne ich hier. Hier war ich schon mal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein, gleich nach Wounded Knee. Ich suchte damals... Komm nun, die Zeit, sie drängt! Warum warst du hier? Das frage ich mich aber auch. Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen? Deine Sünden zu tilgen? Wiedergeboren zu werden? Nimm meine Hand! Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan, nicht? Na gut. Ein letztes Mal, Prediger hier. Komm, mach. Bist du bereit für die Wiedergeburt? Ja. Verabscheust du deine Sünden? Ja. Verabscheust du deine Schlechtigkeit? Ja. Möchtest du reinen Tisch machen? Alles, was du warst, hinter dir lassen und wiedergeboren werden im Blute des Lammes? Jesus, wasche diesen Mann rein! Vater, lass ihn wiedergeboren werden! Herr! Schluss! Mei. Was soll denn das? Sohn! Sohn! Du hast es nicht getan. Du denkst, einmal untertauchen im Fluss macht meine Taten ungeschehen? Verschwinden wir. Pass auf, diese Türen da, das sind alles Risse, oder? Öffne einen. Ein nach Paris. Ich will bloß hier raus. Erst müssen wir Comstock finden. Comstock ist tot! Nein! Er war hier. Hier lang. Okay, Comstock lebt. Und meine Schulden? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Dieser Mann hat mich beauftragt, dich zu finden. Wirklich? Ja,
Mädchen gegen Schulden. Lutis. Moment, warte, das stimmt nicht. Was ist das? Da war kein Baby. Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Booker, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. David, die Zeit wird langsam knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Na los. Nein. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen sehe ich ihn. Komm, Stock. Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht sie von ihren Sünden frei. Was? Das war doch jetzt Elizabeth, die ich abgegeben habe. Oder nicht? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was? Da war kein Baby. Was ist hier ich los? Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen. Booker, was? Du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht verbessern. Komm. Erzählt mir nicht. Alter, was wollt ihr von was mir? Was wollen wir hier? Comstock ist tot. What? Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst tot? Nicht... Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million. Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Was? Da war ja Rapture noch die kleinere Überraschung. Was ist hier los? Ich bin jetzt wieder komplett am Anfang des Spiels. Ja, David, bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schulden. Das weiß ich ja. Hey, ich spiel nicht mehr mit, hört ihr? Ich steig aus! Gebt sie zurück! Es geht schon! Gebt sie zurück! Nein, du bleibst schon nicht hängen! Komm! Mir ist eben einfach nicht wohl dabei! Gib sie mir wieder, du Schwein! Es ist vorbei, los! Nein! Nein, nein, nein! Nein! Anna! Anna! Gib mir meine Tochter zurück! Nein! Anna? Nein. Nein. Es tut mir so leid, Anna. Verzeih mir. Was zur Hölle? Das war meine Tochter? Die ist fort, Booker. Anna ist fort. Du warst 20 Jahre in diesem Raum und hast bereut. Dann eines Tages kam ein Mann und bot dir die Chance auf Erlösung. Die Chance für uns zusammen zu sein. Wir wissen bereits, dass sie funktioniert. Aber funktioniert er? Anna. Es tut mir so leid, Anna. Denkst du, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun? Verstehe ich nicht. Was war, das war. Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Und tilgen Sie die Schuld. Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld.
Bringen Sie uns, bringen Sie uns die Kleine. Er reimt sich seine Geschichte zusammen. Tilgen Sie die Scheu. Du bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Kleine. Er fabriziert neue Erinnerungen aus seinen alten. Tja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Bringen Sie uns die Kleine. Tilgen Sie. Booker, wach auf. Booker, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich hab dich verkauft. Ich hab dich verkauft. Für Sie spricht, Sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Das ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Was? Alter, ich komme mir überhaupt nicht mehr klar. Na, Freunde, wer von euch ist noch wohl auf und weiß, was hier abgeht? Ist ja Wahnsinn, ey. Das ist echt riesen Mindfuck. Uka, bist du sicher, dass du das willst? Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Booker DeWitt, bist du bereit für die Wiedergeburt? Wieso sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Booker. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Bist du bereit, alles, was war, zurückzulassen? Du bist nicht. Tisch zu machen, wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen, aber in anderen Meeren eben nicht. Du hast dich taufen lassen und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Comstock. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Ersteck ihn in seiner Krippe. Ersteck ihn. Bevor die Entscheidung fällt, bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Booker DeWitt. Nein. Ich bin beide. Alter. Ist das krass, ey. Oh man, Irrational Games, was hast du da erschaffen? Ja, Freunde. Das sind die Credits, wir haben sie gefunden. Was soll ich sagen? Das Spiel, wartet mal, ich muss erstmal wieder zur Luft kommen. Ich habe ja schon öfters mal gesagt, mein Let's Play ist, dass Red Dead Redemption mit das beste Spiel ist, was ich jemals gespielt habe. Von der Story her. Aber Bioshock Infinite übertrifft den ganzen Quatsch um Längen, um Welten. Ja. Oh Gott, Alter. Ich weiß nicht, wer von euch noch glatt denken kann. Ich kann es auf jeden Fall nicht mehr. Ich hab, ich muss, glaube ich, erstmal eine Nacht drüber schlafen, um dieses alles zu verkraften. Und ich weiß auch nicht, ob ich alles verstanden habe. Also bin ich jetzt wirklich Father Comstock gewesen? War ich Booker DeWitt, aka Father Comstock oder was? Alter, ey. Ich glaube, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen, um das irgendwie zu verarbeiten. Ich glaube, ich muss das Spiel nochmal durchspielen, um das alles zu verstehen. Deswegen rede ich das nicht lange drüber, wenn die heißen Brei. Ich muss ehrlich sagen, das Spiel hat es echt gelohnt. Ich hab wie gesagt am Anfang, ich habe ja gesagt, Bioshock 1 und 2 war nicht so mein Fall. Es hatte zwar auch einen guten Mindfuck am Anfang. Der zweite Teil war zwar aber nicht so mein Fall. Also, liegt auch daran, vielleicht weil es ein anderes Entwicklerstudio dieses Spiel gemacht hat. Aber der erste Teil war super von der Story her, aber hat mir vom Gameplay irgendwie keinen Spaß gemacht. Ich weiß nicht mal warum. Also im Prinzip hat sich ja nicht wirklich viel verändert im Vergleich zu Infinite. Aber was sie jetzt hier aus Infinite gemacht haben, ich weiß gar nicht, wie lange haben sie dran entwickelt? Sechs, sieben Jahre? Also das merkt man schon, ja. Also, dass sie wirklich so lange dran gearbeitet haben für so eine Story.
Deswegen finde ich es gerade schade, dass es wirklich heute auf der Spielewelt, dass es doch so viele Massenproduktionen gibt in Spielen. Ja, ich meine, wenn man mal Call of Duty nimmt oder jetzt auch Battlefield, dass sie wirklich, dass sie sich einfach keine Zeit lassen, diese Spiele zu reifen, was draus zu machen. Ja, und das ist ein bisschen schade. Ich glaube, jeder Entwickler sollte sich mal eine Scheibe von Bioshock Infinite abschneiden, von der Entwicklungszeit. Und sollte einfach mal das Gleiche machen, einfach mal sich Zeit lassen. Und Bioshock Infinite, ich glaube, ich habe es nicht bereut, ey. Ich glaube, dieses ist das Spiel des Jahres. Da kann GTA 5 sonst was kommen oder Battlefield 4. Ich glaube nicht, nichts wird an Bioshock Infinite rankommen. Keine Chance. Ich meine, GTA 5, wer wird wissen, ob es gut oder schlecht ist. Ich meine, Rockstar macht zwar immer ein gutes Spiel, aber... Also ich muss sagen, Infinite ist echt mit das Beste, was ich jemals gespielt habe. Und das kriegt nicht jedes Spiel. Also wie gesagt, Red Dead Redemption war bislang jetzt das Spiel, was ich so wirklich so... Ja, Mindfuck-mäßig und Story-mäßig wirklich gefesselt hat. Ich habe dieses Spiel noch 2 Jahre lang gespielt nach dem Release. Im Multiplayer habe 3-4 Mal die Story durchgespielt. Ich glaube, das Bioshock Infinite... ich glaube, es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich dieses Spiel durchspiele. Auf keinen Fall. Ich glaube, das ist womit das, mit das krasseste Spiel, das ich jemals erlebt habe. Also, mir fehlen wirklich die Worte. Krasse, ja. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Das ist ja echt ein Meisterwerk. Also Original Games, wer macht Massenproduktion, wer führt mich mit dieser Zeitspanne weiter? Also die müssen, macht weiter, bitte. Ich möchte noch mehr solche Dinge haben. Ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Also wer es noch nicht gekauft hat, sollte das auf jeden Fall besorgen, das Spiel. Gut, wer sich jetzt bis jetzt geguckt hat und hat es noch nicht gekauft, wird wahrscheinlich das Spiel auch nicht mehr so überraschend finden, weil es ja dann sowieso klar ist. Aber meine Güte... Ich meine, wir waren in Rapture und dann waren wir mit dieser Tauchglocke da, wo wir beim ersten Teil waren und dann... es ist ein kompletter Mindfuck, dieses Spiel. Ja, ihr wisst, ihr seht selber, ich komme nicht zu Potte. Tja, lass uns mal am besten an dieser Stelle bleiben, ne? Ich werde wahrscheinlich noch... Ja, den ganzen Abend lang philosophieren, was das alles so zu bedeuten hat. Übrigens nochmal schön zu sehen, Girls Just Wanna Have Fun. Das Lied, was wir beim Friedhof gehört haben, mehrmals. Fortune Sun von CCR, ganz klar. Shiny Hairy People, kenne ich gar nicht. God Only Knows, kenne ich auch nicht. Tainted Love auch nicht. Wobei doch, glaub schon. Oder? Ja, weiß ich nicht. After You've Gone. Ja, also es sind viele Musiktitel, wie ihr sehen könnt. Tja, was gibt es zu sagen? Kauft euch das Spiel, unterstützt Irrational Games, zeigt ihnen, was sie für ein Meisterwerk geschaffen haben. Und unterstützt sie einfach. Das ist echt, das ist notwendig. Also, ich muss wirklich sagen, wenn man es mal so betrachtet, das ist eigentlich ein Ego-Shooter. Eigentlich ist Bioshock Infinite einfach nur ein Ego-Shooter, aber mit verdammt krasser Story. Und, tja. Wenn ich jetzt mal die anderen Ego-Shooter so vergleiche, Medal of Honor, Battlefield, Call of Duty. Ich meine, klar, die Story ist ganz lustig, ganz cool gemacht, aber sie bietet halt nichts zum Nachdenken. Und ich glaube, Bioshock Infinite ist so ein Spiel, wo man wirklich noch jahrelang drüber reden kann, wo man jahrelang noch drüber nachdenken kann. Und ich glaube kaum, dass ich dieses Ende jemals vergessen werde. Denn es gibt wirklich Spiele auf der Welt, wie zum Beispiel Bioshock Infinite oder jetzt damals Red Dead Redemption, wo ich das Ende sich einfach in meinen Kopf eingeprägt hat und ich einfach immer wieder dran denken kann. Und es ist eigentlich schon so weit gekommen, dass ich Red Dead Redemption eigentlich schon jährlich einmal spiele, um es einfach mal durchzuspielen. Ich denke mal, Bioshock Infinite wird da mit dabei gehören jetzt demnächst. Das heißt, ich werde nächstes Jahr Bioshock und Red Dead Redemption zusammen spielen. Hier sind, glaube ich, nochmal die ganzen Babys, die während den 6 Jahren hier Entwicklungszeit, wenn es überhaupt 6 Jahre waren, ich glaube, es waren aber 6 Jahre seit dem ersten Teil, geboren worden sind. Oder ist das? Nee, kann es gar nicht sein, oder? Das sind, glaube ich, die Danksagungen, nicht die Babys. Aber die kommen bestimmt auch noch. Much love to my wife, Kristen and my wife. Ja, das sind die Entwickler, oder? Ich weiß es nicht. Wer sind das für Leute? Ich habe es nicht mitbekommen.
Ja, Freunde, lang genug geredet, sonst werde ich wahrscheinlich die ganzen Credits hier rüber labern. Ich denke mal, die meisten sind abgeschaltet. Ja, ich muss mich bei euch bedanken. Danke für die Unterstützung, dass ihr bei dem Spiel mitgemacht habt. Danke an meinen Abo-Box-Camper. Du weißt, wer gemeint ist. fühl dich angesprochen. Und ich bedanke mich für euch, für die Unterstützung. Und bedanke mich fürs Zuschauen, viel Bewertung, für die Kommentare, die ihr dagelassen habt. Und wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder zu einem neuen Let's Play. Was es werden wird, kann ich noch nicht genau sagen. Ich überlege gerade ganz stark. Aber falls ich das machen werde, was ich jetzt so lange ein bisschen dran gedacht habe, dann wird es wahrscheinlich auch ein riesen Mindfuck sein. Aber vielleicht nicht von der Story, sondern von der Welt her. Lasst euch überraschen. Ja. Das war's von mir. Ich bin Viper. Wir sehen uns dann bei einem neuen Let's Play. Macht's gut. Can stand this indecision, married with a lack of vision. Everybody wants to rule. Say that you never needed one headline, why believe it? Everybody wants to rule the world. This is fine. It's that one line I don't. Yeah. Well, he'll figure it out. That's what I'm saying. Went back home, Lord. My home was lonesome. Yeah. Went back home, Lord. My home was lonesome. All my brothers sisters cry. See, but then now it's too short. Now it's one too short. Because then it goes, what a home. So here, we'll play it one more time. Went back home, Lord, my home was lonesome. All my brothers, sisters cried. What a home so sad and lonely. And then it's missing the next line. That's what I'm saying, like, this is the second, that's the third, that's the fourth, but then... And I don't think that's supposed to say lonely. Probably lonely. So sad. Lonely. We're just missing a line. We'll get the actual one else. Can we run it through this video over there? Sorry. There are loved ones in the glory whose dear forms you often miss. When you close your earthly story, will you join them in their bliss? Will the sorrow be unbroken by a
Should be like slowed down a little bit since it's the last verse. You can do that. Sounds otherwise, cool, there's like, well, otherwise there's just like an abrupt ending, right? All right. Well, what I want to do, you guys are really, really, really good. What I want to do is make it 4/8 worse. I want to take the tempo down a little bit if we can, and sort of start by finding, like, Booker, if you could just be sort of like picking away at the beginning first, and then sort of start to play the song, and maybe then you guys kind of find the tempo together a little bit. I want it to feel, you guys are so excellent and professional. Yeah, no, it won't be like that. I want to make it sound like it's not like, you know, Sheryl Crow and Eric Clapton in a session. He gets Eric Clapton, I get Sheryl Crow. Who do you want, Joplin? Rip. Yeah, Joplin. Xtina. Britney Spears and Seal. Ja, wir sind ja, willkommen zurück, zum Abspann. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich war halt eigentlich gerade die ganze Zeit draußen, hab was getrunken, aber, lol. Wie lange läuft denn das schon? Das sind bestimmt schon ein paar Gigabyte. Der Abspann, würde ich sagen. Outro. Anna? Anna, deine Tochter, ja. Booker DeWitt. Ach, keine Ahnung. Ich kann jetzt nicht rückwärts. Ich muss jetzt gucken, was hier drin los ist. Was Bioshock am Ende noch von mir möchte. Anna. Bist du das? Okay. Ich glaube, das war's. Ja, Freunde, wer jetzt immer noch dabei ist und sich immer noch nicht aus den Credits, nicht verabschiedet hat vom Video, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung und dass ihr so lange durchgehalten habt, mir dieses Zeug zu gucken. Wie gesagt, kauft das Spiel und unterstützt den Entwickler Irrational Games. Aber jetzt diesmal wirklich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich in einem neuen Let's Play, was ich noch besorgen müsste. Wir sehen uns dann, ne? Lasst euch überraschen, macht's gut.